Hallo, willkommen zurück. Ich wusste genau. Ich habe mir gerade einen Chip, einen Pringles in den Mund gestoppt, ohne Werbung zu machen. Lecker Pizzageschmack. Hört man immer auf mit dem Zeug. Der Dobby ist auch irgendwo unterwegs. Ich grüße euch, ja. Ich musste gerade so lachen, weil Björn sagte gerade noch schnell einen Pringel in den Mund. Aber der war zu groß, ne? Ich bin einfach ein schlechter Kauer, ey. Ich schlinge so beim Essen, ne? Ich steck mir jetzt einen Pringel in den Mund, bevor wir die Folge anmachen. Ich mit vollem Mund hier spreche und dann verschluckt er sich. Ja. Aber weißt du, ich esse heute Abend wieder Frikadelle mit Kartoffelsalat. Schön selbstgemachte Kartoffelsalat, so richtig lecker. Aber die Frikadelle habe ich wieder Angst, dass ich die am Stück wieder runterschlinge, anstelle so kaue, weißt du? Ja, ich weiß gar nicht, was ich heute Abend mache. Ich glaube, ich bestell was bei Lieferando oder so. Okay. 45 Minuten oder 60 Minuten? Machen wir 60 Minuten. Oder? Fahrzeugstreife über Nacht. Fahrzeugstreife über Nacht, das ist cool. Dann machen wir nochmal gut Punkt. Und komm, rein damit hier, ja. Genau, noch einen Chip rein. Ach. So, Björn, Ziel 4000 Punkte heute, ne? Genau. Wo bist du? Im Auto. Wo denn sonst? Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Wie machst du das dann? Rennst du durch die Wände oder was? Das verrate ich dir nicht. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Verstanden. Oh, ich muss die blöde Dose wegstellen, Leute. Das geht gar nicht. So, haufenweise Unfälle heute. Das wollen wir haben. Was mit dem hier? Ah, der hat Abfall weggeworfen. Den kannst du gleich schnappen. Naja, alles lassen doch, komm. Na, warum? Das ist Polizeipräsenz zeigen. Okay. Ich suche einen Parkplatz. Ich muss niedertesern. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Zeig mir mal deinen Lappe, genau. Bitte sehr, Officer. Unterstützung angefordert, sind Officer verfügbar? Ja! Moment, ja. Annehmen. Ich übernehme das. Machen wir alles so gültig. Okay, ne? Komm, mach doch schon. Müll hat er weggeworfen, ne, war das? Richtig. Sie werden mit einem Bußgeld von $25 wegen Umweltverschmutzung belegt. Wirklich? Das ist viel Geld! Ja, jetzt, halte mich doch nicht auf. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Kannst du da Anwalt anrufen? So, direkt 30 Punkte gemacht, ne? Wo ist er? Wo bist du jetzt? Bist du schon am Unfall? Vorne. Nein, ich bin noch hier vorne. Da. Genau. Ach, da. Oh, weit weggeparkt. Guck mal, da sind so viele Autos noch. Guck mal, den nehmen wir gerade mit schnell noch. Zack. Hä, die meisten habe ich doch schon gemacht. Ja, alles klar. Danke der Nachfrage. Stimmt. Ich habe aber keine Punkte für, aber er hat trotzdem eine ausgeschrieben. Komm rein. Zapp. Oh, sieht das richtig geil aus jetzt, mitten in der Nacht hier, mit diesem Blaulicht. Also Pringles oder Chips mit Pizzageschmack, richtig lecker. Schade nur, dass ich Meeresfrüchte genommen habe. Jawohl, das ist wieder hier in meiner Lieblingsstraße. Hier knallt's dann richtig, wenn's knallt. Ja, die stehen auch praktisch. Ich bin am Unfallort. Fahrt auf der Bürgersteig, dann haben wir wenigstens Platz zum Reinknallen oder so. Ja, machen wir. Ja, ist gut. Mein Freund. Ja. So. Machst du Fotos? Ja. So, gesprungene Windschutzscheibe, hier, direkt. Fahrzeug. Ich stelle einen Strafzettel in Höhe von $250 wegen einer defekten Windschutzscheibe aus. Warum ist das so teuer? Weil wir es können. Ja. Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer. Bitteschön. Wenn du weiter rumschreist, verdoppel ich's gleich. Was genau haben Sie gesehen? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht.
Danke, Officer. Alles sagen klar. Sie mir, was ich Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Mhm. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und, wenn möglich, die Fahrzeugversicherung. Natürlich, Officer. Bitte schön. Kannst du annehmen. Okay. Ich muss Sie wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festnehmen. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, tun Sie das nicht. Doch. In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Ich werde eine Probe nehmen, hier um muss zu sehen, ein Fahrzeug ob Sie vor der Fahrt. Können Sie einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe gerade bei dir getroffen, Officer. Bin gleich da. Mhm. Wie geht's? Hey, Partner. Ich werde mich um die verdächtige Person kümmern. Was ist denn mit dem jetzt? Bitte, begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen. Das war doch mein... Mit dem habe ich gerade zu tun gehabt. Wieso ist der Platz weggelaufen? Keine Ahnung, ey. Das kann ich dir auch nicht sagen. Bloß weg zum schweren Unfall. Komm, das ist wieder so ein komischer... Ja, kannst du den Blauen hier gerade noch abschleppen lassen? Ja. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Ich wollte nur einmal drehen, dass du einsteigen kannst. Mhm. Er muss mir noch vor der Nase langziehen. Es ist unglaublich. Jetzt habe ich schnell noch eine spannende Aufgabe. Jetzt ist mir meine Chipsdose umgefallen und alle Chips hinter der Schreibtisch geflogen. Ach, scheiße. Jetzt kann ich doch noch sauber machen, hinten dran. Wie kann man ja so doof vor mir stellen, ne? Ja. Gierig zu lange die Dose umwerfe. Die Position ist auch wieder gut. Englische ja, ja, Straße. Ja. Genau. Ah, sehr schön. Nice. Ich bin am Einsatzort angekommen. Fahr doch nur weiter. So. Na, ich muss ja so parken, dass ich auch raus kann. So. So, gerade erstmal noch einen Strafzettel verteilt. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen einer gesprungenen Windschutzscheibe ausstellen. Das macht dann 250. Oh, da liegt jemand, der muss schnell mal wiederbeleben erstmal. Hier ist eine Person, die nicht mehr atmet. Ich werde eine HLW vornehmen. Das ist aber langsam. Normalerweise muss es ein bisschen schneller gehen, ne? Ja. Dieser Rhythmus. Immer zweimal. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie betrunken gefahren haben. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. So, jetzt geht's wieder. Was haben Sie gesehen? Ich habe nichts gesehen. Ich kann leider nicht helfen, Officer. Schon nicht rechtzeitig helfen, weil ich nicht sofort hingegangen bin. Als hätten Sie einige Wunden, um die ich mich kümmere. Halten Sie bitte still. Aber schön, dass er dann trotzdem noch mit dir sprechen kann. Ich muss nochmal Wiederbelebung machen. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Okay, wir schauen. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Platzt dir das Trommelfell, ey. Ja, ja. Ausweis und Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer.
Noch mehr? Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Warte mal, hier ist gerade eine Brieftasche gestohlen worden. Halt! Nehmen Sie die Hände hoch! Direkt abgeklatscht. So. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Sie haben einen Diebstahl begangen. Und ich muss Ihren Führerschein und Ihren Fahrzeugschein. Okay, Officer, bitteschön. Es gab keine andere Möglichkeit. Ich brauche Geld. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzustellen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss getan. Ich muss das machen, ja, ich weiß. Genau, alle anderen hab ich schon fertig. Alles klar. Hier ist die Unfall. Alles klar. Danke, Officer. Alles klar. Sie dürfen jetzt gehen. Alles klar, fahren Sie vorsichtig. Ich werde die verdächtige Person dann mal in Gewahrsam nehmen. Leisten Sie keinen Widerstand und steigen Sie in den Polizeiwagen. Wann wird die dann abgeholt? Das gibt's doch nicht. Ah, da kommen sie. Da kommen sie. Ja. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Das war's. Jawohl, die wird jetzt mal weggetragen, ordentlich. Einen schönen Tag noch. Ich hätte die zuallererst ganz, ganz schnell wiederbeleben müssen. Ich habe zu lange gewartet. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Was ist mit der Frau hier? Die ist schon fertig. Achso. Dann sind wir hier durch, oder? Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Er muss da durchfahren. Das ist unglaublich, ne? Ja, ja. Er muss sich da durchquetschen. So, warte, geht gleich weiter hier. Ja. Sollte der Rettungswagen jetzt gleich ein Stück vorfahren und dann rollt der Verkehr hier auch wieder. Ja, ja, kommt, löst euch auf hier. Warum fährt der Sack hier nicht weiter? Der nehmen wir im Krankenwagen. So. Komm, fahr, du fährst weg. Der ist weg. Okay. So, jetzt rollt's hier auch. So, jetzt kann von mir aus der Gefangenentransporter jetzt noch ein Stück nach vorne fahren, dann kommt der Abschleppwagen. Und dann sollte hier gleich eigentlich frei sein. Der fährt nicht wegen Brangeware wahrscheinlich, ne? Ja, doch, er setzt sich langsam immer mal wieder ein Stück in Bewegung. Wer? Also der hier ist gerade ein Stück nach vorne gefahren, also der Gefangenentransportwagen. Der wird aber gestört immer noch durch die Krankenware. Die Krankenware wird gestört durch das Unfallauto. Boah, was eine Reihenfolge, Einhaltung hier. Ich mache all nichts, gell? Lass uns hier wegfahren, das bringt wieder nichts. Das ist wieder so eine Ecke, die hängt jetzt nur noch auf wieder. Jut. Haben wir noch einen Unfall? Ah ne, das eine ist wieder so ein Bonus, ne? Ja, richtig. So, aktivieren. Jetzt hätte ich Lust auf einen Pizzaschip, aber da müsste ich hinter der Computer krabbeln. Den nehmen wir. Vor uns.
Okay, was mit dem? Unterbodenbeleuchtung. Achso, war nicht gesehen. Solange wie wir gerade nichts zu tun haben, können wir den ja auch nehmen, ne? Ja. Da steht ein Auto hinter uns auf dem Gehweg. Wie geht es Ihnen, Officer? Ich habe Sie wegen Ihrer Unterbodenbeleuchtung angehalten. Schuldig. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein, bitte. Ja, Officer, bitteschön. No parking. Steigen Sie aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. Der ist so weit weg, habe ich keine Lust hinzulaufen. Auto durchsuchen? Nee, geht nicht, ne? Nee, noch nicht. Was scheiße aussieht. Verstehe ich nicht. Du denkst, der parkt jetzt gerade falsch und steht da drauf, no parking am Mittwoch. Wer du dann hier die Schilder austausche? Keine Ahnung. Er hat die extra eine angestellt, die Stadt. Unterstützung durch Officer. Ja, achso. Verhaftete Person. Kannst du annehmen, die packen wir dann einfach hinten ins Auto erstmal. Ist ja hier gleich um die Ecke. Ja, kannst geradeaus, müssen wir zurück? Warte, ich komme. Ja, ich wollte hier nur gerade einmal schon drehen. Ja. Ich dachte, du musst eh geradeaus fahren, aber dann musst du da runter. Wow. Ich habe noch 5 Punkte geholt. Ja, so muss das laufen. Ja. Ja. Nein! Mein Geldbeutel! Ich hab's gehört, du hast es schon? Diese verhaftete Person muss transportiert werden. Ja, wo? Danke, dass Sie das übernehmen. Ja, wo ist sie dann? Ist ein Officer verfügbar? Ich werde sie zur Polizei dienen. Gott, die stand in der Hecke drin, ey. Gut getan, hab's gedankt. Direkt ins Auto packen, ich nehme die hier auch einmal mit ins Auto. Der Brieftaschen float. Ich übernehme den Unfall. Wir haben noch einen kleinen Unfall angenommen. So. Ja, jetzt alles beruhigt dich doch mal. Der Kollege ist schon unterwegs, die Kollegin. Den nehmen wir auch. Auch? Na klar. Operieren Sie und steigen Sie in den Wagen. Das geht jetzt gleich richtig los hier, pass auf. So, wo ist er? Ja, ich bin doch schon da. Jetzt lassen wir die Gefangenen die ganze Zeit im Auto hocken. Nee, der kleine Unfall, der ist ja gar nicht angenommen irgendwie. Der steht nicht drin. Na gut. Jawohl, kommen wieder Points. Jetzt geht's hier los. Kann ich gleich wieder auf ein Auto schießen. Ich hau dich. Echt, ich hab so Lust auf so ein Pizzaschip, ne? Aber ich komme nicht hinter der Schreibtisch jetzt. Die ganze Dose hinter ausgeleert. Das schaffst aber auch. Jo, nur du. Hast du gesehen? Der zuckt auf einmal so. Ja, rüber, ja. Der wollte das provozieren, aber der wäre eher schuld gewesen. Wär's ja gut. Da hat's richtig gescheppert. Ja, oh, sehr schön. Und das waren jetzt wir.
Ja, ich wir trinken ein Bier. Ja, ja, bleibst du auf der Straße stehen, dann tun wir die Gegenseite auch noch stören. Aber dann kommt keine Unfallware durch und gar nichts, ne? Richtig. Lass mich mal schnell raus. Warte mal, ich geh schnell raus. Wie du immer raus willst. So. So, ja. An die Gefangenen, ihr wartet hier im Auto. Ich hab nur geguckt, dass wirklich keiner da ist. Und Hilfe braucht, deswegen. So. Keine Verletzten, ne? Nee. Wieso steht denn der hier auf dem Auto? Der kann doch stehen, wo er will, wenn es doch sein Auto ist. Ja. Den hole ich gleich erstmal auf den Boden der Tatsachen zurück. Gut, der liegt. Ist das die Verletzte? Tatsächlich. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. Sie so haben Wunden, um die ich mich kümmere. Kleine Sache? Hast du Krankenwagen gerufen? Nee, gell? Nein. Weil die, da liegt jemand in der Luft. Ich habe hier eine verletzte Person. Ich brauche einen RTW. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. So, da haben wir eine, die unter Alkohol gefahren ist. Wir werden einen Test machen, um zu sehen, ob sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Was er wieder genaue Fotos macht, welche? Als würde er noch hoffen, dass er noch einen Preis gewinnt, ne, für schöne Fotos. Ja. Legt sich unter das Auto und alles welche, macht noch ein bisschen Tiefenschärfe und Unterschiede. Alles für Follower auf Instagram. Ja, ja, alles ein bisschen übertrieben, ne, für einen Polizeieinsatz, aber gut. So, jetzt haben wir schon 3 von 4 Leuten hinten im Auto sitzen. Hab ich können wir ja hier vorne eigentlich gleich bei der Wache abgeben. Ja. Wenn wir den Unfall hier fertig haben. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich hab's gesehen, diese Person lief einfach rüber. Ah ja, der Verletzte ist der Unfallverursacher. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung. Klar. Bitte sehr, Officer. Bitte Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte sehen. Klar, bitte sehr, Officer. So, Ausweis abgelaufen. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Das Fahrzeug hat die durchgezogene Linie überfahren. Das ist gefährlich. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen. Heute schaffen wir einen Rekord mit Punkten. Warum ist das so teuer? Aber sowas von. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Schicht um und haben schon 1000. Ja. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob sie... Hauptsache, Björn zockt nicht wieder die Dienstwaffe. Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Bitte nehmen Sie... Ich werde einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Das war's. Sie können fahren. Einen schönen Tag noch. Ein Auto muss abgeschleppt werden. War noch was? Das haben wir, das haben wir. Aktuelle Position. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Fahren Sie vorsichtig. Schönen Tag noch, ne? Das ist genau das, was man hören will nach dem Unfall. Ja, richtig. So, die kommen da hinten mit der Trage an. Ah, die kommen schon, okay. Straße frei. Jetzt bringen wir die Gefangenen hier eben noch einmal hinter zum Revier. Ja. Ist ja direkt hinter uns. Ich drehe eben einmal um. Rauchst du im Auto? Nö, eigentlich nicht hinterm Rettungsdienst. Alter! Rauchst du im Auto, was so ein Qualm rauskommt? So. Nein, wieso sollte ich im Auto rauchen? Oh, hier ist ein Überfallalarm an. Wie es dampft. Wir bringen sie jetzt in die. Wie viele Leute haben wir im Auto? 3. 3. Schön, das Blaulicht überleuchtet jetzt, ne? Jo. Alles klar, Zeit.
Alles klar, Zeit. Die sagen immer nur Zeit. Nö, bei mir sagt die Zeit reinzugehen. Echt? Ich höre immer nur, bei mir und bei dir höre ich immer nur, alles klar, Zeit. Ich dachte halt, ja gut, das sind halt Beamte mit kurzen Worte. Immer ein bisschen Zeit sparen. Es ist Zeit, sie in die Zelle zu bringen. Leichter Unfall, klar. Ich übernehme das. Das ist eine Straße weiter. Das ist sehr gut. Ich laufe um die Ecke, ich komme. Das hat er gar nichts gesagt. Wozu reden, ne? Komm schon, lauf. Du bist gerade weggefahren, ich war gerade neben dir. Ach so, ich dachte, du kommst um die Ecke gerannt. Ja, jetzt muss ich laufen natürlich, aber du warst gerade bei rückwärts, hast du da eingeparkt. Ich stand drauf neben dir, da hast du schon einen Vorwärtsgang drin gehabt. Oh Björn, das ist eine gute Stelle. Ja, sehr gut. Ich komme. Nass geschwitzt, ich stinke wahrscheinlich ein bisschen, aber ich bin gleich da. Nein, keine Zeit. Entschuldigen Sie. Was ist sowas? Yo! Yo! Okay, es gibt auf jeden Fall keine Verletzten. Okay. Mache ich schon mal die Personalien und allem. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte bitte. Bitte sehr, Officer. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Ich möchte bitte Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte sehen. Klar, bitte sehr, Officer. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Nutzung eines abgelaufenen Ausweises. So viel für so eine kleine Sache? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Erst mal den Kopf frei kriegen. Wie der rote Blitz von der Kamera vorher angeht, ne? Zum Belichtungsmesse. Ja, das war's. Genommen haben. Kann ich die noch, ne? Ja, genau. Nee. Ah, nee, ansprechen. So, jetzt. Was genau haben Sie gesehen? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Das war's. Bitte Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Versicherung ungültig, okay? Ein Auto muss abgeschleppt werden. Ich muss Sie wegen Fehlens einer gültigen Versicherung mit einem Bußgeld belegen. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ich glaube, tagsüber fahren die Autos mehr rein in den Unfall, ne? Das kann sein, ja. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ich muss nur testen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. THC, jawohl. Jawollo. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch hier. Hier ist Ihr Unfall. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Bedanke dich zu früh. Gleich hinten reinpacken, nachdem sie den Unfallbericht gekriegt hat. Hier, Cannabis ist das THC, ja genau. Ja. Sie sind festgenommen, da Sie unter dem Einfluss von Cannabis gefahren sind. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer! Okay. Nein, nicht bitte.
danke. Bitte, kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Passen Sie bitte auf Ihren Kopf auf. Alle Zeugen sind befragt, okay. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine. Lass mal den Smart da hinten noch abschleppen, bitte. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Stand. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu bestimmen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Jawollo. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. So, komm, mach, dass du mit dem Smart wegkommst. Jawohl, er fährt. Ist er dagegen gefahren? Nein. Doch, die steigt aus. Ja. Was genau haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Den roten kannst du auch abschleppen lassen hier ganz vorne. Ich bin gerade in der Befragung. Hier ist noch jemand. Hier ist noch jemand in den Unfall reingefahren. Unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Es hagelt wieder Punkte. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Gültig, ungültig, Versicherung wieder ungültig. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Ja, kann er machen, so. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Hier ist ein Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Das war's, Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Der Abschlepper wurde bereits an Ihrem Standort geschickt. Der Rote? Ja, genau, nur noch der Rote, den kann ich mir. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Da kommt er schon. Ja, der nimmt jetzt hier den Weißen. Ach so. Nee, der Rote nimmt er. Ah, hinter dir ist schon eine. Ja, genau. Jetzt sind sie mal gut angefahren gekommen. Ja, richtig. So, gucken wir mal, ob die Straße frei wird jetzt. Ja, läuft. Gut. Dann können wir wieder die zwei. Ich habe die verhaftete Person verloren. Ist jemand aus dem Auto raus? Nee, die sitzt hinter drin. Nicht. Warte, ich komme. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen kompetenten und unabhängigen Rechtsbeistand, den Sie selbst wählen. Also wir müssen hier noch zwei Sektoren vollkriegen, ne? Oh ja, wir müssen unbedingt mal. Nee, ablehne. Nicht unser Zuständigkeitsbereich. Warte, dann deaktiviere mal, dann tun wir die zwei Leute rausschmeißen und dann fahren wir in unser Gebiet, oder? Wir sind ja jetzt aktuell gerade in unserem Gebiet. Ja, bei Karl-Heinz Finanzen, wo sind wir dann gerade? Mal gucken, eine Mappe. Ne, wir sind genau noch in Conway. Wir müssen jetzt runter in das Finanzel, Callahan. Genau, Callahan. Die zwei Gebiete brauchen wir noch. Callahan, Finanze. Geradeaus eigentlich. Dann. Ja, wir fahren hier einmal rein. Und Shepperson auch noch, genau. Ja. In Shepperson. Shepperson. Das ist da, wo die viele Autos reinfahren. Junge! Hockt ja auch mit drauf! Ja, so kann man auch kein Auto fahren. Gut, die hockt auf dem Auto und fährt. Ja, ich seh's. Ey.
Muss einer nach oben mit ihr gucken, um sie anzusprechen. Kann ich auch nicht drauf gucken. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeuge. Ob sich das lohnt. Okay, Officer, bitteschön. Ausweis abgelaufen. Ich rieche Alkohol. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Gut, dass hier gerade das Revier in der Straße ist. Dann kann ich muss Karre nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Aber vorher nehme ich die ganzen Bösewichte hier einmal raus. Bitte lassen Sie mich Sie nach illegalen Gegenständen abtasten. Ich rieche Alkohol, das heißt, ich darf das Auto untersuche auch, oder? Richtig. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ein Jojo hat sie dabei. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Hier, Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. Erstmal stehen lassen und jetzt erstmal Fahrzeug durchsuchen. Marihuana 7 Gramm. Wie viel ist dann jetzt erlaubt? Ich glaube 28 oder so. Okay. So, zweiter Sektor ist abgeschlossen. Mhm. Nur weil wir hier die Leute... In die 28 Gramm Marihuana noch zusätzlich. Ja, dann ist zu viel. Ja, ja. 7 plus 28 sind wieder 36. Quatsch. 35. Ja, servierten, lassen wir noch gelten. Irgendwas gekracht, ganz viel, da wo ich bin. Hier. Oder warst du das? Das war ich, bin gegen das Garagentor gefahren. So. Ich muss Sie wegen des Besitzes einer übermäßigen Menge Cannabis festnehmen. Dies ist gesetzeswidrig. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte tun Sie das nicht. So wie die in der Luft hängen, muss man eigentlich sagen, bitte springen Sie auf den Bürgersteig. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an Ihren aktuellen Standort geschickt. So, hoffentlich kommt die da oben runter. Ja, ich komme. So, ich habe Jefferson als Ortsteil schon mal markiert. Ja, ich mache noch deaktiviert, erst bis wir drin sind, dann kriegen wir vielleicht schon drin, hoffentlich. Kannst jetzt anmachen. Ist. Ja gut, wir kriegen das Ganze aber auch voll, indem wir hier Parksünder und so aufschreiben, ne? Von daher... Ja, ja, ja. Ja, da steht einer, mit dem... Ja, die holen wir ab. Nee, hab ich abgesagt. Die sitzen alle auf der Autos drauf. Was ist los hier? Die drehen doch ab hier. Gut, dann halten wir hier an und machen hier mal ein paar Parksünder. Ja. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Ich übernehme das. Unfall machen wir natürlich. Kann ich nicht sehen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort... Och, schwer zu erreichen. Jetzt macht mal hin, Leute. So, ich bin im Auto, ne, für den kleinen Unfall. Der ist jetzt bestimmt wieder außerhalb von Jefferson. Ich guck mal gerade, wo der ist. Ja, natürlich. In Downtown. Der ist in Callahan. In Callahan, oh. Naja, wir haben immer noch Zeit, dann hier Leute aufzuschreiben, meinetwegen. Warum kommt denn dauernd, ich habe die verhaftete Person verloren?
Siehst du das auch die ganze Zeit? Ja, sehe ich. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, ja. Macht ja nichts. Oh, ja, unsere Lieblingsstelle wieder. Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. So. Ich parke eben. Auto schön fahren lassen. Einmal den Ausweis und die Versicherungskarte, bitte. Bitte sehr, Officer. So, dann gucken wir. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin auch ganz durcheinander. Ja, ich auch. Von deiner Redensart. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Ja, Björn macht wieder Fotos, sehr gut. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Na Björn, kriegen wir die 4000 Punkte noch, oder was? Ja, mal gucken, ob ich die heute kriege. Hier, Ihr Unfallbericht. Vielen Dank, Officer. Das war's. Sie können jetzt gehen. Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Hm. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer. Bitteschön. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. .06. Nee, das reicht noch nicht. Ja. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie... Aber da stand irgendwas mit Droge. Ich muss schneller lesen, was so steht. Nee, oder auch nicht. Ich werde Sie jetzt abtasten und durchsuchen. Hm, machen wir jetzt nichts. Bitte nehmen Sie Ihren Unfall. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Fahren lassen. Sein. Danke, Officer. Ja. Also ihn, ne? Alles nicht, klar. Dass du Sie jetzt einfahren. Ja, ja, ja. Und passen Sie auf sich auf. So. Kann er fahren? Ja, er kann damit fahren. Sehr, sehr gut. Wir brauchen in Callahan wieder einen. Nee, in Jefferson. In Jefferson, ja. Aber in Callahan ist noch ein Bonus gewesen wahrscheinlich. Keine Ahnung, ist schon der weg. Da blickt man irgendwie nicht so richtig durch. So, jetzt sind wir wieder in Jefferson. So. Abgelaufene Parkuhr. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Hier ist jemand verfügbar? Nee, gesuchte Person. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Finding Conway. Das ist nicht mal ja. Der Bereich, wo wir hin müssen. Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand Drogenhandel, den können wir machen. Ja, in Jefferson. Wer unterwegs? Ich komme. Hallo. Genau, wir fahren mit Blaulicht zum Drogenhandel. Ja. Dass der so nervig verhaftete Person verloren.
Ich verstehe das auch nicht, ey. Weil wir haben ja eigentlich alle weggebracht. Ja. Gut, die eine, wo da in der Luft hing, aber die ist ja abgeholt worden eigentlich. Die ist abgeholt worden, ja. Kommst du raus, ja, ne? Ja. Mit so einem Revue-Körper. Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Da hinten steht jemand am Häuschen. Ja, ja, das ist der auch. Der da die Arme verschränkt hat. Ja. Den werde ich da nehmen. Dann ist die andere wahrscheinlich die hier jetzt gleich in dem... Den Kleid so kommt. In dem Kleid. Oder der in Grün. Aha, nee, der in Grün, Grün ist es. Okay, dann nehme ich den in Grün und du nimmst den anderen. Der wurde Standard die ganze Zeit, ne? Ja, genau. Übergabe erfolgreich. Nein, nein, nein! So, jetzt habe ich es doch umgedreht, egal. Egal, ich habe beide. Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Bitte, nein. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Sie werden wegen des Verkaufs von Betäubungsmitteln festgenommen. Bitte, tun Sie das nicht. Mhm. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte, tun Sie das nicht. Ich möchte gerne Ihren Ausweis sehen, bitte. Der Ausweis will ich natürlich auch noch sehen. Ja, natürlich, Officer. Offener Haftbefehl auch noch. Mhm. Ich halte Sie wegen Trinkens in der Öffentlichkeit fest. Tut mir leid, ich hatte nicht damit gerechnet. Bitte tun Sie das nicht. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Gab's doch noch was? Nee. Nehmen die mit? Ja, ja, die nehmen wir mit. Bitte, ich kommen Sie pack mit mir den einen gleich sofort ein. Ich habe hier aber gerade noch Trinken in der Öffentlichkeit. Ja. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen Trinkens in der Öffentlichkeit ausstellen. Das macht bis zu $300. $300 in der Stadtkasse. Ja. Damit reparieren wir denn. So, jetzt können wir ja Aufträge annehmen, wo wir wollen. Bitte auf Ihren Kopf auf. Richtig, ja. So, ich sitze im Auto, warte auf dich. Noch habe ich Steh aktiviert. Kannst schon anmachen, die Person ist ja drinne. Ich begleite Sie nun in das Fahrzeug. Da wird der eine zugrunde getesert. Wie viele in dieser Stadt hier auf Sadomaso stehen. Ja, ja, ja. Finde die gesuchte Person, nee, oder? Soll man das nehmen? Nee. Kannst du machen. Wir haben doch sowieso Platz im Auto. Ja, komm, aber gesuchte Person, nee. Lieber etwas mit mehr Punkte. Brauchen Unterstützung, wer ist verfügbar? Ja. Ich übernehme das. Unfall. Ich bin am Unfallort angekommen und beginne mit der Putsch. Jetzt lohnt es wenigstens, ne? Ja. So kann ich wenigstens so einen Strafzettel für eine gesprungene Windschutzscheibe ausstellen.
Ich stelle einen Strafzettel in Höhe von 250. Ja, unser. Warum ist das so teuer? Weil ich draufgefahren bin. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer, bitteschön. Komm, ihr habt doch alle gesoffen oder sowas oder seid alle komplett drauf, genau, sodass wir euch mitnehmen können. Ja, genau. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen steht. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Fahren Sie vorsichtig. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Ja, verstehe ich, ja. Zeigen Sie mir Ihren Personalausweis und Ihre Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. So. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Bitte lassen Sie mich eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss von Drogen stehen. Alles klar. Hier ist Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Ja, Wahnsinn, ne? So. Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Was? Ja. Construction Derby. Ja. Das alte Game von früher. Wie viel haben wir denn jetzt so drin? 2. Aber wenn jetzt gleich der nächste Unfall kommt, weißt du? Mhm. Es ist Zeit, sie in die Zelle zu bringen. Es ist Zeit zu sterben. Es ist Zeit zu gehen. Ne, war noch so eine dunkle Stimme. Furchteinflößend. Viel Spaß in einer Zelle auf der Polizeidienststelle, ne? Okay, Zeit für Sie in die Zelle zu gehen. Bitte bleiben Sie ruhig und kooperieren Sie. Wir haben eine Delle in unserer Zelle bei der Polizeidienststelle. Ja, richtig. So. Gehen wir mal unser Schrotthaufen. Nehmen wir ein anderes Auto jetzt. Guck mal, wir haben schon 2.500 haben wir jetzt. Ja. 200.000. So. Achso. Du wolltest. Ja, die erste Bullenkutsche geht noch, aber das E-Auto ist furchtbar. Also, das würde ich gar nicht mehr nehmen. Und der Geländedings, ich weiß es nicht. Der wäre interessant, wenn man nur ein bisschen Waldaufträge hätte, ne? Ja, richtig. Wobei mir bei dem halt gut gefällt, dass du da oben einstellen kannst, wie beispielsweise Unfall nicht überholen oder sowas. Ja, genau. Ja, mir müssen draufschreiben, bitte überholen. In der Hoffnung, dass noch mehr passiert. Wieso machen die vor uns die Türen auf und zu? Also. Ja. Kakerlaken im Auto oder? Nee, was? Der hat nur die Tür aufgemacht. Ich komme auch gleich. Und da hat alle Tür aufgemacht. Ja. Drogenhandel. Ist hier gleich um die Ecke, nehmen wir. Wir übernehmen, heißt das. Zielort erreicht. Ich werde mit der Suche nach der verdächtigen Person beginnen. Wo ist denn hier der? Ja. Die sind gerade schon dabei. Ja. Ich nehme die Frau. Okay, dann nehme ich den Typ, aber mal gucken, wie sie da weglaufen, wenn sie weglaufen.
Ups, hast ihn schon, okay. Na sicher. Ich verhafte Sie wegen Drogenverkaufs. Was? Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ich verhafte Sie wegen Drogenverkauf. Was? Lassen Sie mich in Ruhe! Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Taser, Taser, Taser! Polizei, sofort stehen bleiben! Das ist ein zweiter Mal getasert worden, der steht da drauf. Ich verhafte Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte, nein! Und? Ihren Ausweis, bitte. Klar. Bitte sehr, Officer. Abgelaufen, Ausweis. Sehr gut, gibt's noch. Da haben wieder Punkte. Ich werde Sie nun mit einem Bußgeld zwischen 75 und 100 Dollar wegen Mitführung seines abgelaufenen Ausweises belegen. Warum ist das so teuer? Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. So, Hände hoch. Ich werde Sie jetzt abtasten. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde Sie durchsuchen. Jawohl, noch mehr. Ich muss Sie festnehmen wegen Drogenbesitzes. Was? Soll ich den mitnehmen? Ja klar. Bitte beruhigen Sie sich, damit wir zur Polizeidienststelle kommen. Bringt das mehr Points? Ja, es gibt halt zwei Gefangene, ne? Ja. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Nein, nicht schon wieder. Ich kann direkt wieder aussteigen. Nimm an, das ist direkt hier wieder. Unterwegs. Passen Sie bitte auf Ihren Kopf auf. Dann machen wir wenigstens das Auto noch voll, bevor wir zurückfahren. Ja. Wieder die Taser in die Hand. Hab sie. Die stehen direkt beide vor mir. Der läuft weg, ich lauf dir hinterher. Nein! Ja. Ich nehm die Frau. Halt! Ja, jetzt muss ich den Taser auch noch nachladen. Wir brauchen Unterstützung, wer ist verfügbar? Nein. Sie so, haben sich Vollstreckungsmaßnahmen widersetzt. Ich muss sie festnehmen. Bitte kooperieren Sie und gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Hier ist 4561. Ich kann das übernehmen. Sie jetzt abtasten. Wie lädt man dann den Taser auf? Meiner ist auch leer. Das macht er automatisch. Ach so. Arbeiten Sie bei der Durchsuchung bitte mit mir zusammen. Ich muss Sie wegen Drogenbesitzes festnehmen. Bitte kooperieren Sie. Was? Einmal den Ausweis, bitte. Ja, natürlich. Bitteschön. Hast du deinen Typen auch, ja, ne? Ja, ja. Okay. Verdächtige Person flieht. Warum? Da ist noch eine. Ah, Geldbörse. Ja, die kriege ich leider nicht. Ja, ja, ich auch nicht. Ich bin hier gerade mit dem beschäftigt. Das habe ich nicht geguckt. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Wegen dem Typ gerade dabei. Natürlich. Bitte sehr, Officer. Sicher, Ausweis abgelaufen. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich auf den anderen geachtet habe gerade eben. Hier ist ein Strafzettel wegen Mitführung seines abgelaufenen Ausweises. Das kostet Sie zwischen 75 und 100 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Bitte kommen Sie mit mir zur Polizeidienststelle. Unser Auto steht ganz auf der anderen Seite verparkt, ne? Ja, die Straße jetzt gerade ein Stück runter. Warte, ich komme dir entgegengefahren. Ich hole eben das Auto. Gerade gucken. Auf deiner Beifahrerseite müsste noch ein Platz frei sein. Ja.
Und dann können wir uns auch schon zurückmachen, weil die Schicht jetzt um ist. Schade, das ist gerade einer mit dem verlorenen Geldbörse, aber das ist schade. Sollten Sie sich keinen leisten können, stellt Ihnen das Gericht einen Rechtsbeistand zur Verfügung. Achtung, haben Sie Ihre Rechte verstanden? Wie viel haben wir jetzt drin? Vier. Vier, ja. Naja, super. Läuft. 2974. Kommen wir bei 3000 jetzt, wenn wir die eingesperrt haben. Ja klar. Ich habe keinen Platz mehr im Auto. Boah, ding, 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 ding. Ach, wirklich. Als wenn ich nicht wüsste, wann ich Feierabend habe. Ja, ja. Sehr gut eingeschlagen. Ja, mit meinem Polo hätte ich das geschafft. Ja. So. Jetzt brauchen wir nur eine Wache. Ja, die ist hier gleich. Ach, schade, ich dachte, ich könnte ihn da hochschieben. Ja, ja. Direkt ins Büro rein. Ja, ja. Zeit, in die Zelle zu gehen. Sie kommen jetzt in die Zelle. André, ihr wartet, wir kommen gleich wieder. Da dampft ein Auto hier neben uns. Oh, der hat schon, der erste hat schon erhängt. Jawohl. Es läuft, oh, die ist voll. Bleiben Sie vorerst hier. Auch voll. Auch voll. Da ist Bleiben noch eine. Sie vorerst hier. Die anderen zwei müssen wir woanders hinbringen. Wir gucken mal. Die quetsche ich da nur mit rein. Was denkst du denn? Warum macht er dann die Zelle nicht leer? Nacht ist das schwieriger, ne? Mhm. Ja, alle Zelle voll, oder? Ja. Na, der hat erhängt, dann kann mir da ja ein. Ne, der. Mit wem quatschen der? Ich hab keine Ahnung. Der schwebt in der Luft und quatscht mit der Wand. Gut, dass wir den eingesperrt haben, du. Sie vorerst hier. Hä? Wie hast du den jetzt reingekriegt? Da war keiner drinne. Bei mir war einer drin gerade eben. Dann ist sie gerade zufällig weggespawnt. Oh, hier ist auch leer. Da hol ich die gerade. Kriegen wir den letzten auch noch rein. Der braucht wieder so lange. Dann sitzt sie schon am Schreibtisch so. Nein, bitte nicht. Weil sonst läuft die Zeit nämlich runter. Dann habe ich 30 Sekunden. Ich erschieß mal die Dame, wo du im Warteraum sitzt. Ja, oh, genau. Ja, oh, am Schluss. Oh, das wäre bitte. Eine ganze Folge. Ah, da kommt sie. So, 3154 Punkte. Wahnsinn. Ja. Das müssen wir uns merken, ob wir das nochmal toppen können. Ja gut, das geht, ne, wenn die richtigen Aufträge kommen. Ja klar. Kann man locker über 4000 kommen. Oder wenn hier wieder unsere speziellen Unfälle kommen. So, et voilà. So. Jetzt knistert es mit der Punkte hier. Ja, reicht bei mir aber noch nicht ganz so für ein Level-Up. Ich glaube, 500 Punkte fehlen. Oh, bei mir auch. Ja, das ist wahrscheinlich gleich bei uns, ne? Ja. Schade, schade. So. Gut. Dann machen wir erstmal wieder Stopp und... Ja, vielen Dank, liebe YouTube-Gemeinde, Zuschauer und Abonnenten fürs Zuschauen. Bitte lasst auch ein Like da und wenn noch nicht gemacht, auch ein Abo. Wir haben noch so einiges vor. Schneller erfahrt ihr es über Discord, also schaut dort einfach mal nach. Wir sehen und riechen uns bald wieder hier auf dem Kanal bei meinen Zwibbelring TV. Also, ciao, ciao, ciao.